Hallo und herzlich willkommen zum Adventskalender. Da das jetzt hier ein Zweiteiler ist, eine kurze Rückblende zum letzten Mal für diejenigen, die es nicht mehr ganz zusammenkriegen. Es ging um Sinn und Unsinn der Winterzufütterung. Wir haben uns jetzt speziell das Reh angeschaut bisher und die Biologie vom Reh angeguckt und können die Erkenntnisse, die wir letztes Mal hatten, auch auf andere Schalenwildarten übertragen. Am gefährlichsten ist es für das Wild zum Sterben im Übergang zum Frühjahr, weil da sind die Energiereserven, die man durch den Winter gebracht hat, langsam aufgebraucht. Die Aktivitätsrate nimmt zu, Stoffwechsel nimmt zu. Gleichzeitig ist noch kein frisches Grün da, weil im Winter keins gewachsen ist. Und jetzt ist halt eben der Punkt erreicht, wo normalerweise der Tod zuschlägt und das eine oder andere Stück, also sei es ein Reh, sei es ein Rotwild, Stück Rotwild, dann auch mal das Zeitliche segnet. Ja, aber auf dem Stand waren wir jetzt in etwa. Und jetzt schauen wir uns im weiteren Verlauf noch ein paar andere Wildarten an und ziehen da noch ein paar Schlüsse. Viel Spaß. So, jetzt haben wir aber auch gelernt, wenn, im Beispiel Bayern, ja, die Grafik eben war ja aus Bayern, dass wenn überhaupt eine Notzeit stattfindet, dann im Februar. Beziehungsweise so, wenn der Winter gerade vorbei ist, die Fettreserven aufgebraucht sind, die Stoffwechselaktivität langsam wieder ansteigt, aber noch nicht viel frisches Grün als Äsung entsprechend vorhanden ist. Also Äsung wäre jetzt Jägerfachlatein für essbares Zeug für Wildtiere. Dann ist der Punkt erreicht, wo eine Notzeit, wie gesagt, theoretisch möglich ist. Und jetzt kommt der Klimawandel. Und der Klimawandel ist jetzt völlig egal, wer an dem schuld ist. Also wir natürlich, aber ich habe keinen Bock auf die Diskussion. Der Klimawandel führt jetzt dazu, das ist bewiesen, dass sich die Vegetationsperiode verlängert. Die verlängert sich nicht nur nach hinten raus, sprich im November gibt es oft noch lange Zeit, vergleichsweise viel zu mampfen. Inzwischen nur so zur Info, das ist Winter. Ja, also was wir hier hinten sehen können, die Natur befindet sich jetzt zumindest da, wo ich wohne, im absoluten Winterzustand Ende November. Da sind auch sämtliche Tiere in den Wintermodus übergegangen. Inzwischen sind die Temperaturen auch niedrig genug, dass die Pflanzen in den Wintermodus übergegangen sind. Das ist auch gut so und richtig so und so soll es sein. Aber theoretisch hat sich die Vegetationsperiode doch noch deutlich verlängert. Im Oktober war noch relativ viel Pflanzenwachstum möglich. Man hat noch blühende Pflanzen teilweise gesehen, die zum zweiten Mal in dem Jahr geblüht haben. Und das gehört sich eigentlich nicht so. Und das ist natürlich auch für die Tiere dann ein Thema. Wenn die blühen können, dann können sie auch wachsen. Das heißt, dann gibt es viel zu futtern. Dann können die sich enorm viel Speckreserve anfressen und dann ist der Winter ja auch immer kürzer und eher tendenziell mild. Je kälter es wird, desto höher auch der Energieverbrauch zum Temperatur erhalten, weil wir Säugetiere ja alle entsprechend gleich warm sind und das bedeutet, wir müssen uns durch Verbrennen von Kalorien unsere Körpertemperatur auf eben dem halten, was wir halt nun mal brauchen, minimal brauchen. Eben bei Schalenwild lässt sich die Körpertemperatur im Winter noch ein bisschen runterfahren, die maximal benötigt, also minimal benötigte. Aber nichtsdestotrotz, je kälter es ist, desto mehr musst du heizen, um auf deine benötigte Temperatur zu kommen. Das heißt, wenn es weniger kalt ist, dann ist das gut, beziehungsweise dann spart man Kalorien, dann kommen die locker über den Winter. Die Chance, dass also in nächster Zeit nochmal nennenswert Notzeiten für Rehe beispielsweise eintreten, ja, nimmt exponentiell in Anführungszeichen ab. Und da muss man sich also beim Rehwild wirklich nicht Sorgen machen. Außerdem ist das Rehwild nun wirklich keine bedrohte Tierart. Nicht mal im Ansatz, wenn da auf natürlichem Wege ein paar das Zeitliche segnen würden, wenn es dann mal im Winter kalt wird, dann ist das der natürliche Weg. Und gerade in einer Zeit, wo die Natur so hip und modern und beliebt zu sein scheint, wäre doch auch Festhalten an natürlichen Prozessen eine gangbare Verhaltensweise, meiner Meinung nach, zumindest beim Rehwild. Also, Fazit, Rehwildfütterung ist zumindest in Deutschland, die Österreicher sind da anderer Meinung, völlig unnötig. Also ich bin ja ungern bei jagdlichen Fragen so absolut, dass ich sage, so ist es und nicht anders.
Es gibt trotzdem immer noch die zwei Lager. Es gibt ein paar Jäger, die gerne Rehwild füttern würden. Wir müssen in diesem Zusammenhang dann auch den Trophäenkult nochmal auspacken. Ja, Trophäe, also das, was die Viecher jeweils auf dem Kopf haben, das hängst du dir an die Wand, dann hast du eine tolle Trophäe, dann bist du ein großer, großer Zampano, weil du dir ein großes Horn an die Wand gehängt hast. So, das halte ich nach wie vor für beschissen. Ja, also das muss ich einfach so sagen. Ich kann es bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen, wenn man das Tier sowieso schießt, weil man es essen möchte und sich dann halt, weil das halt ein Tier ist, wo halt ein Horn drauf hängt, dieses Horn dann noch an die Wand hängt und es ist besonders groß, besonders schön, besonders was auch immer ist. Ja, von mir aus, das tut ja auch niemandem weh. Aber wenn man dann wirklich versucht, Rehwild dran zu züchten, das besonders dicke, fette, große Hörner auf dem Kopf hat, dann ist das ein Problem, ja. Und es gibt aufgrund dessen, dass noch immer das Gerücht kursiert, dass Winterfütterung stärkere, vitalere, großhornigere Rehe hervorbringen soll, gibt es immer noch Leute, je nachdem, wo man in der Bundesrepublik unterwegs sind, die deswegen gerne füttern, die da tonnenweise Material raushauen, eben um diesen Effekt zu erzielen. Ob das wirklich was hilft, ist fragwürdig. Also was hilft im Sinne von mehr Gehirn oder größeres, schwereres, dickeres Gehirn. Aber das gibt es halt auch. Ja? Das wird weniger. Das wird mit Sicherheit auch weiterhin weniger werden und mit etwas Glück, muss ich sagen, weil ich fände das gut, wird das auch aussterben, dass man also wirklich nur wegen der Trophäe jagt oder die Trophäe zumindest subjektiv bei den jeweiligen Jägern, auch wenn die bestimmt nicht sagen würden, dass sie wegen der Trophäe jagen, eine große Rolle spielt und bei denen im Hirn einfach präsent ist und die denken dann schon auch an die Trophäe, wenn sie dann eben entsprechend jagdliche Entscheidungen treffen. Das gibt's nach wie vor. Und gerade eben in Österreich, da kann man einen interessanten Artikel finden, der da wohl eine gewisse Verbreitung gefunden hat. Gibt ihn im Internet, ich werde ihn euch verlinken. Der zum Beispiel besagt, dass Rehefütterung durchaus sinnvoll sein kann. Das ist so die Prämisse. Und danach geht es dann im Detail darum, wenn man Rehe füttert, was man ja durchaus tun kann, dann bitte unter folgender Prämisse und mit folgenden Maßgaben und das folgende Zeug und so weiter und so weiter und so weiter. An der technischen Komponente dieses Artikels, dass man Rehe, wenn man sie füttert, so und so füttern soll, da ist auch nichts falsch dran. Das Problem ist nur, dass man sie halt gar nicht füttern sollte. Und meiner Meinung nach, und das ist jetzt persönliche Meinung, das werden andere Leute anders sehen und dann dürfen sie gerne ihre fachliche Meinung dazu selbstverständlich auch auf den ihnen zur Verfügung stehenden Kanälen äußern, aber meiner Meinung nach halte ich Rehfütterung auch in Österreich für falsch, weil in Österreich gibt es die höchsten Schalenwilddichten überhaupt, weit und breit. Also da ist nun keinerlei Schalenwildart, gar keine, auch nur im Ansatz von irgendwas bedroht. Höchstens mal ein Individuum, das da auf natürlichem Wege tot umfällt. Das ist dann bei den Touristen vielleicht nicht ganz so beliebt, aber dann müsste man halt eben einfach gucken, dass man bei den Touristen ein wenig Aufklärung betreibt und denen klar macht, dass Tod ein essentieller Bestandteil eines jeden halbwegs natürlichen Ökosystems ist. Ein Ökosystem, das Tod nur hinter vorgehaltener Hand oder nur hin und wieder mal und dann nur ganz versteckt und so weiter und so fort beinhaltet, ist kein natürliches Ökosystem. Insbesondere wenn es zu enorm hohen Wildtierdichten kommt, dann muss es eben auch gestattet sein, dass diese sich auf natürlichem Wege dann auch mal im Bestand reduzieren, dadurch, dass halt mal ein harter Winter viele, viele Todesopfer zur Folge hat. Und das gilt insbesondere für ein Reh, das in Österreich am Rande seines Verbreitungsgebiets unterwegs ist. Das Reh ist ja kein ausgesprochenes Bergtier. Es geht ein bisschen ins Gebirge hoch, aber dann ist auch relativ bald Schluss. Das Rotwild kommt noch einen Ticken höher und dann kommen halt die ausgesprochenen Gebirgsbewohner wie eben die Gams oder der Steinbock, die dann wirklich da oben auch hingehören und für diese Landschaft auch wirklich, wirklich, wirklich angepasst sind. Das ist beim Reh irgendwo nicht mehr der Fall. Und natürliche Mortalität ist gerade am Rande eines Verbreitungsgebiets einer Art. Das ist bei Tieren so, das ist bei Pflanzen so, das ist bei Pilzen so.
ist das ein wahnsinniger Faktor, der einen enormen Einfluss auf die Population hat. Üblicherweise ist der Rand eines Verbreitungsgebiets, eines Areals, wie der Fachmann sagt, übrigens durchaus schwankend und mit Fransen und Ecken. Es ist keine gerade Linie auf der Karte. Höchstens zeichnen wir das hin und wieder mal so, weil wir es nicht besser wissen. Aber das ist immer schwankend, ja? Und im Lauf der Zeit wandert das Verbreitungsgebiet auch, ob wir jetzt gerade eine warme Periode, eine kalte Periode haben. Und es spielt auch noch mal eine Rolle, kleinörtliche Besonderheiten. Steht das Reh am Nordhang? Steht das Reh am Südhang? Am Südhang ist nämlich wärmer. Und solche Kleinigkeiten, ja. Das ist also wirklich was eine Rolle spielt. Und eben Österreich aufgrund der Höhenlage ist Grenzgebiet fürs Reh. Dass da viel Reh stirbt auf natürlichem Wege, wäre eigentlich zu erwarten. Ja. So, das kann man aber trotzdem, und das ist jetzt wichtig, aus wirtschaftlichen Gründen trotzdem anders sehen, weil das Reh auch eine natürliche Ressource darstellt. Ja? Und natürliche Ressourcen können bewirtschaftet werden, sofern davon dann genügend vorhanden ist und das alles in einem ethisch-moralisch halbwegs korrekten Maß im Rahmen stattfindet. Und so gesehen kann man schon aus wirtschaftlichen Gründen, dann soll man aber halt nicht von Natur reden, sondern auch zugeben, dass es sich um wirtschaftliche Gründe handelt, kann man also auch im Grenzgebiet des Rehs, wo halt viel Reh natürlich ums Leben kommen würde, das Reh füttern mit der Begründung, dass man dann mehr Reh schießt und das will man ja essen. Dann hat man also eine gewisse durch den Mensch beeinflusste Rehzucht in diesen Gebieten als eben Ressource, weil man eben kleine Kräuter im Wald und Knospen im Wald und so ein Zeug nicht essen kann. Das Reh hinterher, das sie gegessen hat, hingegen schon. Ich fände es dann halt einfach nur so wichtig, dass man dann auch ehrlich ist und sagt, dass es darum geht, dass hier das Reh deswegen nicht gefüttert wird, damit die Harmonie größer ist, sondern damit du mehr Reh schießen kannst, damit du mehr Wildbret verkaufen kannst, damit du dann damit deinen Lebensunterhalt verdienen kannst. Daran ist auch meiner Meinung nach ethisch-moralisch nichts falsch. Nur dieses Greenwashing, schon eins der ältesten Greenwashing-Beispiele überhaupt, ist eben meiner Meinung nach die Wildtierfütterung, weil man unterstellt da alle möglichen ökologischen Komponenten, die eben so gar nicht ökologisch sind. Nee, beim besten Willen nicht. Ja, jetzt muss ich nochmal denken und dann kommen wir nochmal kurz zum Rotwild. Das ist nämlich ein Spezialfall. Rotwild. Rotwild ist jetzt anders als das Reh eine erheblich mobilere Art. Rehe sind recht standortstreu, also die haben ihr Revier, ihr Streifgebiet und sind da recht viel unterwegs, aber auch nur innerhalb dieser Region. Da gehen die eigentlich nicht weg. Rehe wandern auch nicht besonders viel, wenn sie geschlechtsreif werden, um sich dann ihren eigenen Lebensraum zu suchen. Das sind vergleichsweise kurze Strecken, die sie da zurücklegen. So, ganz anders beim Rotwild. Die sind erstens mal eine Nummer größer, sind demzufolge auch einfach ein bisschen langstreckenmobiler. Aber auch vom Verhalten her ist das bei denen relativ normal, dass sie wandern. Die einzelnen Populationen, die einzelnen Rotwildgruppen, meistens Weibleinrudel, wandern vor allen Dingen zwischen Hoch- und Tieflage hin und her, wenn sie das dann können. Das ist jetzt der springende Punkt, ne? Aber normalerweise, wenn es uns nicht gäbe, wenn wir keine Autobahnen, Straßen, sonstiges Zeug, Zäune, Flüsse, weil Flüsse sind jetzt ein geringes Hindernis, da kann man auch mal durchschwimmen zur Not. Wenn es sowas alles nicht gäbe, dann wären die sehr mobil. Und damit wäre auch ihr Winterverhalten dann gleich mal erklärt. Im Sommer steigen sie gerne mal hoch auf den Berg und holen sich, was es da oben an entsprechender Weide für sie gibt. Häsung. Das ist gerade interessant in alpinen Gebieten, wo dann eben abseits, jenseits des Waldes die alpinen Wiesen anfangen, wo es dann für ein Tier, das große Mengen Grünfutter braucht, durchaus viel zu essen gibt. Und das ist für die Hirsche, also ja, fürs Rotwild, Hirsche und Hirschkuh, Tier, je nachdem wie man es nennen möchte. Ich wechsle hier immer so ein bisschen zwischen Jagdlatein und Normaldeutsch. Eigentlich mir ja schon wichtig, das eher in Normaldeutsch zu halten, bevor dann wieder kein Mensch die jagdlichen Fachbegriffe kennt. Die muss man als Otto-Normalverbraucher auch nicht kennen. Ich möchte mich da ganz klar von den Jägern distanzieren, die der Meinung sind, das musst du immer in Jagdfachchinesisch sagen. Nein, muss ich nicht. Wer nicht Jäger ist, der muss sich auch nicht der Jäger
Jägersprache bemächtigen. Das ist überhaupt nicht notwendig. Das ist eure Tradition. Und die ist ja auch schön und gut, absolut, gar kein Thema. Aber da sehe ich die Notwendigkeit nicht für Autonomalverbraucher. Überhaupt nicht. Gut, jedenfalls, das Rotwild würde normalerweise eben im Sommer sich da oben irgendwo verkriechen und den Winter würde es dann gut überstehen, indem es runter ins Tal geht, gerne auch mal so weit runter ins Tal geht, dass es aus dem Schnee raus ist, zumindest die meiste Zeit des Winters. Wenn es ein ganz harter Winter ist, dann geht das halt eben entsprechend nicht, dann setzt da auch wieder die natürliche Mortalität rein. Aber dieses Wanderverhalten würde dem Rotwild eben ermöglichen, in einem erheblich freundlicheren, also für Winterverhältnisse Ökosystem zu überdauern und würde die Notwendigkeit, oben in den Hochlagen der Gebirge überhaupt stehen bleiben zu müssen und dort beim Tiefschnee im Winter dahin vegetieren zu müssen, diese Notwendigkeit würde gar nicht bestehen, normalerweise. So, jetzt ist aber das Problem, das funktioniert nicht. Das Rotwild kommt nämlich nicht nach unten. Warum? Ja, weil unten sind schon wir. Und wir lassen dem Rotwild nur wenig Spielraum, dass es halt eben, Platz findet zwischen uns. Denn gerade oben unten in den Tälern, im alpinen Bereich, im gebirgigen Bereich, da hocken ja wirklich immer wir. Und die Täler sind voll bis zum geht nicht mehr. Und jedes bisschen Fläche ist da zugebaut. Und wenn es nicht zugebaut ist, dann wollen wir da trotzdem nicht einen Rudel Hirsche, in Anführungszeichen, in unserem Vorgarten stehen haben oder auf unserer Streuobstwiese oder sonst wie. Da haben wir einfach ein bisschen Problemchen mit. Und wegen eben diesem Wanderverhalten und der potenziell großen Menge Pflanzenmasse, die so ein Rotwildstück, also einzelnes Exemplar, braucht, führt das dazu, dass die nirgendwo so richtig gern gesehen sind. Weil gerade wenn sie sich im Wald verstecken müssen, und das müssen sie ja, weil außerhalb vom Wald sind ja wieder wir, dann neigen sie dazu, alles zu fressen, was sie da finden können. Und sie sind sehr wohl in der Lage, dann Rinde von Bäumen abzuschälen und diese zu verdauen. Das ist zwar nicht besonders dolle Nahrung, aber besser als nichts. Und Hunger haben sie halt nun mal und dann machen sie das. Und das richtet natürlich extreme Schäden in so einem Forst an, was dazu führt, dass man in seinem Forst am liebsten kein Rotwild haben möchte, wenn man dann versucht, wertvolles Holz zu generieren, beziehungsweise den Wald gesund und stabil zu halten. Rotwild führt schon, also das ist auch jetzt mal gar nicht, ganz abgesehen vom Holzmachen, von den wirtschaftlichen Aspekten, führt Rotwild schon in jedem Fall wirklich dazu, dass Waldbestände in ihrer Struktur sich stark verändern, stark verlichten und sie können, wenn sie ganz oft an derselben Stelle bleiben, auch den Wald komplett vernichten ist jetzt das falsche Wort, aber so weit zurückdrängen, dass eher so eine offene Steppenlandschaft nur mit einzelnen Bäumen entsteht. Und das ist rein dem Einfluss vom Rotwild zuzuschieben. Wenn sie dann halt eben nicht naturgemäß wandern können, sondern immer an derselben Stelle bleiben und im Winter das fressen müssen, was im Winter da ist. So, und leider müssen sie im Winter naturgemäß immer an derselben Stelle bleiben, weil wir Rotwild in Gattern halten, sozusagen. Diese Gatter haben meistens keinen Zaun, meistens, bis auf wenige Ausnahmen, aber es gibt klar definierte Gebiete, in denen sich das Rotwild aufhalten darf, ohne sofort weggeballert zu werden. Und wenn es diese Gebiete verlässt, dann darf es sofort und soll sofort weggeballert werden. Und dementsprechend unsichtbare Grenzen, die es nicht kennt, aber in denen hat es zu bleiben. Teilweise sind sie durchaus in der Lage, das auch langsam zu lernen, wo sie sein dürfen und wo nicht, und rennen da so jetzt nicht in großer Gruppe zusammen mit dem Leittier, das sich ein bisschen auskennt, rennen die da auch nicht raus. Dementsprechend klappt das so lala. Ich habe ein Riesenproblem mit der Ghettoisierung von Rotwild. Ich weiß aber auch keine bessere Lösung. Das ist immer sehr, sehr schwierig, wenn man an was rumnörgelt, was sicherlich nicht gut ist, ohne eine Lösung zu haben. Und darum werde ich mich mit dem Nörgeln ein kleines bisschen zurückzuhalten versuchen. Diese Ghettoisierung, diese einzelnen Gebiete, wo Rotwild halt jetzt nun mal sein darf, führt nämlich langfristig gesehen, da sind also einige Wildbiologen der Meinung, andere sind sich da nicht ganz so sicher, zum genetischen Tod der Art. Das Rotwild wird also aussterben, weil es durch die ständige Inzucht, also Inzest eigentlich auch, eben dann doch derart verarmt, genetisch gesehen, dass
irgendwann tödliche Erbkrankheiten vorprogrammiert sind. Das wird nicht beliebig lange gut gehen und dann werden die einzelnen degenerierten Rudel von Rotwild eines Tages einfach durch diverse Erbkrankheiten dahingerafft werden. So, warum ist das wichtig, beziehungsweise warum gibt es auch Leute, die der Meinung sind, das sei nicht so schlimm? Inzest ist bei Rotwild normal, dadurch, dass sich immer der stärkste Hirsch durchsetzt. Und das kann durchaus für ein paar Jährchen immer derselbe starke Hirsch sein. Führt das dazu, dass der dann immer mit allen Weibchen Nachwuchs produziert. Und wenn er jetzt schon ein paar Jahre der stärkste Hirsch ist, dann sind alle Weibchen auch seine Töchter. Und die wiederum sind ja auch wieder alle miteinander verwandt. Und deren Nachkommen stellen dann den nächsten großen, starken Hirsch. Und dann kann es sein, dass der dann mit seinen Müttern, mit seiner Müttern sicherlich nicht, aber mit seiner Mutter quasi dann wieder Nachwuchs, Tanten vor allen Dingen, danke, und theoretisch eben auch mit der eigenen Mutter dann wieder Nachwuchs produziert. Das mag für uns ganz furchtbar klingen, ist für Rotwild, ja, bis zu einem gewissen Grad, und der Grad ist groß, völlig normal. Problem ist jetzt folgendes. Das würde natürlich auch in der Natur früher oder später zu einer genetischen Verarmung führen. Deswegen wandert Rotwild ja auch. Deswegen ist es da durchaus üblich, dass die größere Strecken zurücklegen, einzelne, vorzugsweise männliche Exemplare, von Rotwild-Rudel zu Rotwild-Rudel wechseln und es mal bei dem Rudel versuchen, zum Platzhirsch zu werden, mal bei dem Rudel versuchen, zum Platzhirsch zu werden und. Und das führt natürlich dann zu einer gewissen Durchmischung, dass sich dann auch immer der an der DNA überproportional beteiligt ist, nämlich der Platzhirsch, dass der sich mehr abwechselt und damit weniger Tanten, Schwestern und so weiter und so fort Fortpflanzung eben stattfindet. Ja? Also das sorgt für eine vergleichsweise gesunde für Rotwildverhältnisse durch Mischung der genetischen Diversität. Das ist wichtig, ja, weil Erbkrankheiten, nochmal. Wenn auch aufgrund dessen, dass eine natürliche, ein natürlicher Inzest bei der Biologie dieser Tiere einfach vorgesehen ist und über die Jahrhunderte und Jahrtausende ganz normal ist und sich in diesem Zustand nichts geändert hat, gibt es eben auch Biologen, die der Meinung sind, dann kann das ja so schlimm nicht sein. Und dann muss das Rotwild wohl sehr gut darauf angepasst sein und mit einer gewissen genetischen Verarmung auch ganz gut zurechtkommen. Und das heißt, diese Rotwildgebiete werden früher oder später vielleicht ein bisschen kritisch, aber niemals zu einem größeren Problem. Und da darf man jetzt geteilter Meinung sein. Da gibt es eben also auch in der Fachwelt diese zwei Ansichten. Die Kollegen, die der Meinung sind, dass Rotwildgatter keine so eine dolle Idee sind. Was heißt Gatter? Ghettos, ja. Also mit Zaun oder ohne, es ist in jedem Fall ein Ghetto, in dem die sich aufhalten dürfen. Da gibt es eben ganz verschiedene Stimmen. Ich persönlich bin der Meinung, es ist ein Problem. Ich wüsste aber nochmal, ich habe keine Ahnung, wie man das bitte lösen soll. Das Rotwild einfach überall rumrennen zu lassen, erzeugt einfach unkontrollierte wirtschaftliche Schäden, die man dann irgendwie ausgleichen müsste. Dann müsste man wieder mal einen riesigen Topf mit Geld irgendwo haben, um das dann jedes Mal bezahlen zu können. Der Bürokratieaufwand wäre ganz gewaltig. Ich weiß ja nicht, unser Land wird bestimmt das eine oder andere nötig haben, aber noch mehr Bürokratie, weiß ich nicht, ob das so der ganz, ganz, ganz tolle Weg zur Besserung ist. Ja, und das macht das so unglaublich schwierig eben mit der Rotwildgeschichte. Der Ansatz, der noch am häufigsten fällt, ist, lass sie doch einfach machen, was sie lustig sind und wir bejagen sie einfach generell recht scharf, dass einfach die Population insgesamt niedrig bleibt, sich aber frei bewegen kann, wo sie halt hin können, wo es jetzt nicht gerade Industriegebiet oder ähnliches ist. Würde ich eigentlich ganz cool finden, ob das aber wirklich funktioniert, ist auch wieder umstritten und das würde jetzt auch zu weit führen. Aber Winterfütterung macht aufgrund der Tatsache, dass das Rotwild im Winter gar nicht da steht, wo es stehen möchte, in diesem Zusammenhang beim Rotwild wirklich Sinn. Was muss man bei der Winterfütterung beim Rotwild beachten? Heu. Fertig.
Das ist es im Grunde. Jetzt kann man natürlich noch besonders schöne Krippenplätze auswählen, wo besonders gute Bedingungen herrschen, wo sie hinterher sich noch irgendwo verstecken können, um wiederzukäuen. Sind ja alles Wiederkäuer, sämtliche Schalenwildarten, außer der Wildsau, sind Wiederkäuer. Und das führt dazu, dass ja, die dann auch gerne eben nahe am Essplatz einen Platz zum Kauen haben möchten, wo sie sich ein bisschen verstecken können, weil wenn sie sich nicht verstecken können, dann können sie auch nicht in Ruhe wiederkäuen und das wäre ganz wichtig und solche Sachen kann man da kann man da so machen und so weiter und so fort. Trotzdem, trotz der Fütterung, richtet Rotwild im Winter eben immer noch viele Schäden am Wald an, weil sie einfach natürlich ihrem Verhalten folgen, ihrem Drang folgen, dann auch mal so einen Baum die Rinde abzuzielen, auch wenn sie gefüttert werden. Man kann dann versuchen, mit der Fütterung sie ein bisschen zu steuern, weil sie eher in der Nähe der Krippe bleiben werden. Und wenn man dann die Position der Futterkrippe eben ein bisschen variiert, dann sind sie mal hier im Wald, dann sind sie mal da im Wald und dann richten sie da mal Schäden an, da mal Schäden und dann wieder woanders. Und somit konzentriert sich das nicht so ganz auf nur ein und dieselbe Stelle. Die Bewegungsrate vom Rotwild im Winter noch weiter einzuschränken, dafür gibt es das bayerische Modell des Wintergeheges oder des Wintergatters, wie es so schön heißt. Da weiß das Rotwild, dass es im Winter eine gute Idee ist, mal in dieses Gatter, das ist dann wirklich mit Zaun, reinzugehen, weil da drin gibt's Futter und dann gehen die da freiwillig rein. Man muss die nicht einfangen, die laufen da von alleine rein. Dann macht man einfach die Türe zu, dann kriegen sie im Winter ordentlich Futter, machen auf derselben Stelle immer denselben Schaden. Der Wald da sieht entsprechend aus, aber der Rest vom Wald ist eben entsprechend geschützt. Und ja, das ist ein möglicher Ansatz. Nur, wenn man es den Winter über einsperrt, ist es dann noch ein Wildtier? Das ist ein ethisch-moralisches Dilemma. Funktionieren tut das schon irgendwo, aber na, es hat so einen Beigeschmack, ne? So ein Geschmäckle, wie der Bartner sagt. Oder der Schwabe. Ich glaube, der Schwabe sagt das auch. Weiß ich nicht genau. Ja. Es ist also ein Problem. Kommen wir noch mal schnell der Vollständigkeit halber zu Gams und Steinbock. Muss man die füttern? Nö, die gehören ja in eine Landschaft mit kaltem Winter absolut rein. Wenn der Winter zu kalt wird, dann gehen die auch ein Stückchen runter ins Tal. Ein Stückchen runter. Das bisschen, was die runtergehen, ist kein Problem. Diese Wanderbewegung ist möglich. Da sitzt immer noch nicht das Industriegebiet und so weiter und so fort. Und schließen sich dann gerne mal, wenn es ganz, ganz hart auf hart kommt, offenen Rotwild. Fütterungen einfach an und holen sich da auch was und mampfen das dann weg und dann geht es denen auch wieder soweit gut. Also die haben durch ihre Möglichkeit weiter abzusteigen eigentlich alles von der Natur mitgegeben bekommen und wir haben es noch nicht kaputt gemacht, was sie brauchen, um durch den Winter zu kommen. Also eine extra Gams- und Steinbockfütterung macht keinen Sinn, braucht man auch wirklich nicht. Ich wüsste auch nicht, dass das irgendwo im größeren Umfang betrieben werden würde. Gut, ja, das war's. Zusammenfassend, Reh füttern? Nö. Na? Hirsch füttern? Ja, weil der hat einfach nicht mehr seinen natürlichen Lebensraum. Der ist inzwischen so eingeschränkt, da geht's nicht anders. Entweder müssen wir sie alle abschießen, akzeptieren, dass im Winter fast alle sterben, elendig verrecken. Oder sonstige Lösungen, die ich nicht kenne. Ja? Gams und Steinbock auch nicht, Wildsau gibt es eh viel zu viel. Und davon abgesehen, braucht die ja auch kein pflanzliches Futter ausschließlich, sondern solange kein Schnee liegt, kann die weiter im Boden rumwühlen, findet da schon ihr Zeug, frisst sich enorme Speckschichten für im Herbst an und kommt dann locker durch den Winter. Gerade zur jetzigen Zeit, wo Wildschweinnahrung wirklich in Hülle und Fülle zur Verfügung steht, ist das Letzte, was wir machen müssten, das Wildschwein auch noch im Winter füttern, damit es denen gut geht. Grundsätzlich zur Fütterung noch ein letzter Gedanke und dann bin ich wirklich durch. Wie sind die nur klargekommen, bevor es uns gab, um sie zu füttern? Na, das ist zwar so ein bisschen eine Fangfrage, weil als es uns noch nicht gab, um sie zu füttern, sah die Landschaft auch noch ganz anders aus und sie hatten mehr Platz. Andererseits, die Tiere sind schon so gut an ihren Lebensraum angepasst, dass sie sicherlich auch ohne Fütterung im Bestand, in der Art einigermaßen in der Lage sind, sich am Leben zu halten. Weil sonst wären sie wirklich schon lange ausgestorben, wenn denn unser Einfluss jetzt dazu führt, dass wir sie jetzt auch noch füttern müssen, weil sie sonst gar nicht mehr klarkommen. Das kann ich mir nicht vorstellen und will ich mir auch nicht vorstellen, weil das hätte dann mit einem Wildtier nichts mehr zu tun. In diesem Sinne,
bin ich raus. Bis morgen. Macht's gut und tschüss.